Das Gebäude der Ludwig-Erhard-Schule mit ca. 50 Metern Höhe prägt das Stadtbild von Kiel. Länge, Breite, Höhe sind ausgewogen. Es ist ein imposantes Gebäude, wenn man vor ihm steht, wächst es in den Himmel. Bis 1200 Schülerinnen und Schüler besuchen täglich die Ludwig-Erhard-Schule. Was zeichnet das Hochhaus aus? Drei Aufzüge bringen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte zu ihrem Unterrichtsraum. 15 Personen finden hier Platz. Manche leiden unter der Enge. Die 14 Stockwerke sind unterschiedlich farblich und räumlich gestaltet. Jede Klasse ist mit einem Beamer ausgestattet. Die klassische Tafel gibt es immer noch, weil sie sich bewährt hat. Eine Stellwand gehört zur Ausstattung, eine Lüftung ist vorhanden. Zu den Unterrichtsräumen der oberen Stockwerke gehört ein herrlicher Ausblick auf die Stadt Kiel und die Umgebung. Die Toiletten sind von den Nutzern gezeichnet. Weitere drei Unterrichtsräume befinden sich im Tiefgeschoss. Im Tiefgeschoss sind technische Anlagen und ein Archivkeller. Die Ludwig-Erhard-Schule hat im Laufe der Zeit ihr pädagogisches Profil weiterentwickelt. Schülerinnen und Schüler können unterschiedliche Bildungsgänge durchlaufen und ihre Qualifikationen erhöhen. Die Kaufleute im vorbereitenden Jahr betreiben das Café Kilimandscharo. Einkauf, die Zubereitung der Produkte und ihr Verkauf liegen in den Händen der Schülerinnen und Schüler. In diesem Projekt haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und ihren Bildungsgang zu finden. Schülerinnen und Schüler danken der Ludwig-Erhard-Schule für ihren Abschluss mit einer Bodentafel. Kunst am Bau ist an dieser Stelle zu finden.
Margret Pitzner, Frau Sabine Gloy und Frau Sabine Fock bilden zusammen die freundliche Zentrale der Schule. Manfred Künstler ist Hausmeister, der sich um die großen und kleinen Probleme des Hochhauses kümmert. Das Lehrerzimmer mit seinen drei großen Tischen und einem kleinen Tisch ist der Lebensraum des Kollegiums. Die Dip-Gemeinschaft und das Freitagsfrühstück sind gesellige Aktionen der Lehrerschaft. Die Postadresse der Ludwig-Erhard-Schule ist Gellhardtstraße 18d. Das ist eine fromme Adresse. Christian Fürchtegott Gellhardt war Professor für Dichtkunst, Beredsamkeit und Moral. 1967 wurde die Schule eröffnet. Das Hochhaus mit seinen Unterrichtsräumen galt als ein nach modernen und pädagogischen Gesichtspunkten gestalteter Raum. Viele andere Schulen schauten sich das Konzept an. Im normalen Schulbetrieb stellte sich heraus, dass ein Hochhaus als Schule schwierig zu nutzen war. Der Betrieb des Hochhauses ist aufwendig. Drei Generatoren versorgen die Motoren der Aufzüge mit Strom. Im Keller befindet sich eine Wärmetauschanlage für die Beheizung. Eine Klimaanlage wurde nie richtig in Betrieb genommen. Das Wasser muss in die Höhe gepumpt werden, weil der Wasserdruck für das Hochhaus nicht ausreicht. Die Kühlung für den Moodle-Server und die Belüftungsanlage befinden sich im Keller. Der Blick vom Dach der Schule auf Kiel ist wunderbar. Deutlich sind die Wahrzeichen Kiels zu erkennen. Der Rathausturm, die HDW-Kräne und die Nikolaikirche. Seit 1993 heißt die Schule Ludwig-Erhard-Schule. Es ist ein Name, der Programm ist. 2010 wurde das regionale Berufsbildungszentrum Wirtschaft gegründet.
Das RBZ Wirtschaft hat seitdem zwei Standorte, den Ravensberg und die Ludwig-Erhard-Schule. Die Ludwig-Erhard-Schule wird es ab 2013 nicht mehr geben. Sie wird mit dem Ravensberg zusammengelegt. Hochzeit gewissermaßen. Am 24. September 2012 war Richtfest am Ravensberg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt entsteht ein stolzer Bau, so wie es vor dem Richtspruch geheißen hat. Und dieser stolze Bau ist ein Baustein an ganz langen Kernkette, die sich vollzogen hat in der Landeshauptstadt Kiel. Man kann sagen, die Kieler Ratsversammlung hat die grüne Bildungslandschaft in der Landeshauptstadt Kiel revolutioniert. Die Ludwig-Erhard-Schule blickt auf eine bedeutsame Geschichte zurück und wird zu einem Teil Kieler Geschichte werden. Ludwig Erhard sagte: Nach meiner Auffassung steckt die Welt voll unermesslicher Chancen, wenn wir sie nur zu nutzen verstehen würden.